Das ist eine bewegende Geschichte über einen beweglichen und agilen Mann, der bewegende Licht- und Schattenelemente ins Leben rief. Er war ein Tüftler, ein Geschäftsmann, irgendwie der totale Start-up-Typ, ein echt agiler Worker, so ein richtiger Macher, der sein Einzelunternehmen anmeldete und alles auf eine Karte setzte. Paul Bayer. Das hier ist seine Frau, Luise Bayer, Mutter der tüchtigen Kinder Bayer aus Ulm, also Ulm bei Rentchen, nicht das andere Ulm, also das kleine Ulm im Schwarzwald, zwischen Freiburg und Karlsruhe. Manchmal kann man das sogar hören. Er hat immer das gemacht, was er gemeint hat, es ist richtig. Was macht Bayer jetzt? Zum Beispiel Schiebeläden. Und Schiebefenster. In allen Größen, Farben, Materialien und an sämtlichen Gebäudearten. Von klein bis groß, aber immer geerdet, ehrlich und genau das, was Architekten, Bauherren und Investoren suchen. Eigentlich kommt Bayer ja aus dem Metallbau. Irgendwie sieht man das ja auch. Ehrlichkeit und Fleiß und so Dinge werden großgeschrieben und belohnt. Man hat immer gesagt, verwendet eure Kraft zum Arbeiten und nicht zum Streiten. Antriebstechnik, Schiebetüren in Einkaufsläden, supergeil. Schleichwerbung? Eher nicht. Dachfenster im Handel und Dachfensterrollläden, auch in der eigenen Produktion. Ach ja, apropos Dachfensterrollladen. Das war so ziemlich der Anfang der Unternehmerstory. Getüftelt, Schiene gebaut, Sachen zusammengesucht, weil die Materialien gab es ja nicht im Bauset zu kaufen. Wahrscheinlich war Paul einer, der öfters mal geblendet wurde. Oder wie kam die Idee für den ersten Dachfensterrollladen, den es je gab? Jedenfalls dachte er sich 1978, ein Rollladen für ein Dachfenster macht irgendwie Sinn und meldete dazu ein Patent an. Am Dach ist das ja schwierig. Das ist anders wie ein regengeschütztes Ding. Das ist im Schnee, das ist im Regen, das ist im Frost, das ist im Dreck, das ist im Laub, wo wenn Bäume in der Nähe sind, von der Wespennester ganz zu schweigen, die da reinkrabbeln. Zu Beginn meinten potenzielle Investoren, dass sich ein Dachfensterrollladen niemals am Markt durchsetzen würde. Aber wir hatten uns am Markt schon so etabliert und so viele Händler, dass das für uns gar kein großes Thema war. 2 Jahre später baute er eine Halle, in der eben diese Dachfensterrollläden produziert wurden. Ach, und außerdem auch Fenster und Türen aus Aluminium. Bewegliche Dinge, schon damals. Im Jahr 81 gab es den großen Auftrag, der alles verändern würde. Ein Dachfensterhersteller fand die Idee des Dachfensterrollladens auf einmal doch ziemlich interessant und bestellte fortan bei Paul. Na, wenn das mal keine Freude war. Es hat sich herausgestellt, dass der Markt dieses Produkt benötigt. Von da an nahm alles seinen Lauf. Weitere Patente, ein Verwaltungsgebäude, die eigene Produktion von Automatiktüranlagen. Wow! Schon von Grund auf vermittelte Paul seinen Kindern Dieter, Johannes, Martina und Tanja immer, was echter Unternehmergeist ist. Der älteste Sohn, der Geschäftsführer Dieter Bayer, der hat auch immer ein gutes Mitdenken und Mitsorgen für seine Geschwister. 1994 war Bayer schon 20 Jahre alt und in wenigen Jahren dann schon 50. Hierzwischen endet die Geschichte von Paul. Paul verstirbt am 15. März 2018. Doch sein Charakter, seine Philosophien und der unendliche Unternehmergeist wächst in seinen Kindern weiter. Diese treiben die Produkte weiter voran, arbeiten agil und können sich auf ein starkes Team mit loyalen Mitarbeitern verlassen. Natürlich gegen gute Entlohnung, immerhin so viel, wie sie woanders auch verdienen würde oder für besonderes Engagement mehr. Denn heute hat Bayer weit über 100 Mitarbeiter und ist international aufgestellt. Ihr werdet bestimmt noch viel von Bayer hören. Die Firma, die bewegende Licht- und Schattenelemente herstellt und von einem Mann mit einer bewegenden Geschichte gegründet wurde.